Ich wollte Friseuse, das war mein Traumberuf. Aber wie gesagt, ich konnte das, das hat mir ein bisschen die Arme hoch alles zerfressen, das hat keinen Sinn gehabt. Man war ja jung Mädchen, man wollte ja doch nicht so, wir waren 14 Jahre, bin Ostern aus der Schule gekommen, im Herbst haben wir angefangen zu arbeiten. Verstehen Sie? Und da wollte ich ja nicht da jetzt da mit roten, verfleckten Händen und Armen da rumlaufen. Hat ja auch so einen Stolz ein bisschen gehabt. Gell? Und wie gesagt, und dann habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Ich muss sehen, wie ich weiterkomme. Es war kein Geld da für die höhere Schule, die ja noch bezahlt werden musste. Die Grips war vielleicht ein bisschen da gewesen, verstehen Sie? Aber es war kein Geld da. Also, es war auch kein Geld da für eine Schreibmaschine zu kaufen. Das habe ich abgestottert. Da war ich froh, dass ich damals Arbeit bekommen habe. Verstehen Sie? Und konnte ein bisschen arbeiten und bin nachher abends, wie gesagt, hier in die Steinhöfenschule. Ich bin dann zum Militär ab 18 Jahre. Weil der Amerikaner erst ab 18 Jahre versichert hat, die Person selbst. Und vorher war mir das zu unsicher gewesen, es hätte nur was passieren dürfen. Und dann wäre das sehr schlimm gewesen, wenn man da nicht irgendwie, man hat ja sowieso nicht viel verdient. Und dann noch ein Krankheitsbild und das wäre natürlich halt heftig geworden. Also die gute Nachricht war natürlich, dass ich da was Angebote bekommen habe und habe von meinem vorhergehenden Arbeitgeber in der Schiffswerft Ruthof in Kastel, die haben gesagt, wenn du da nicht klarkommst, kannst du zu uns zurück. Da standen mir natürlich alle Türen offen. Das war natürlich für mich in dieser Zeit, man muss immer die Zeit denken, verstehen Sie? Man muss immer die Zeit berücksichtigen, dass es sehr schlimm war mit Arbeitskriege. Da war natürlich für mich offen durch. Was wollte ich noch mehr? Was konnte mir noch Besseres passieren? So, und was natürlich für mich wichtig war, ich habe dann die Sprache, wie gesagt, und wenn man dann tagtäglich mit den Leuten zusammen ist, lernt man ja eine Sprache schneller, als wenn man es vom Buch abliest. Sie sind ja aber in der Verwaltung In der gewesen Verwaltung, ja. und als Frau unter Männern. Die Armee war ja zu der Zeit noch rein männerdominiert. Das war männerdominiert, das ist richtig, aber es waren auch schon hin und wieder mal Frauen drin.